Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, und zwar LS19 XXL Farm. Das ist ein Multiplayer Projekt, was ich zusammen mit meinem Kumpel zocke, der hier im, das soll so eine Art RP sein. Hier heißt er Detlef Peters, glaube ich. Ja, Detlef Peters, ich heiße Franz Peters. Und das hier ist mein neuer Trecker mit unserer neuen Gülletechnik. Hab ich uns zugelegt. Er fährt einen alten 39 TMS Vario. Und ich komme jetzt hier mit dem 1050 um die Ecke. Läuft bei mir. Die Kohle gar nicht zum Fenster raushauen, aber muss ja auch laufen. Und zwar wollten wir Gülle fahren auf unserer sogenannten 123. Da es Feld 1, 2 und 3 ist auf der Green River. Nennen wir es mal 123, weil sie alle direkt drei nebeneinander sind. Besitzen wir auch alle drei. Nur wir haben jeweils auf jeden Fall was anderes angesehen. So, ist er denn hier schon irgendwo? Ah, nein, kommt er. Aber ich stelle mich mal hier mit Warnblinker an der Seite. Moin Detlef! Moin! Na, wie geht's? Ja, gut, und dir? Auch gut. Ach, schön ins Gespann hast du da zurecht gemacht. Ja, mein 39 mit 2 Tonnen Frontgewicht, was eigentlich für die Heck ist. Und dann noch ein 30 Kubik fast. Ja, 30 Kubik passen glaube ich auch in das neue Gitter fast. Mensch, hast aber was Judas abgeholt und Träger ist auch nicht schlecht. Ja. Dann wollen wir gleich losfahren? Ja, können wir machen. Wollen wir über Funk losfahren? Weil du bist ja noch ein bisschen neuer hier und ich weiß, wo die Flächen sind. Ja, alles klar, dann musst du gleich vorbeifahren. Verkehr habe ich ja dann schon noch gehalten. Ja, perfekt. So, wir bleiben über Funk in Kontakt. Ja, weil ich fahre dann aber mal rückwärts hier lang, ne? Also ich fahre jetzt mal ein Stückchen rückwärts, dann kann ich da hinten raus und brauche ich mir hier nicht so lang zocken. Ja, alles klar. Funkgerät hier, das passt so, okay. Ich hole mal meine Heckscheibe auf. Eine Frage, haben wir Funk mit Kabel oder so kleine Walkie-Talkie, so Funkgeräte? Na, hier in meinem großen neuen CB-Funkgerät. So als mit Kabel. Ja. Habe ich oben. Das ist aber ein 36 Meter Schleppschlauch. Hinten drin. Ja, 36 Meter hat sich gut an, ne? Aber da muss der echt Kette geben, weil das ist schnell leer. Hat der Händler mir auch gesagt. Also ich glaube nicht, dass das 5 Minuten durchhält. Ja, noch 5 Minuten könnte sein, aber da muss auch spätestens wieder da sein. Ah, der Träger hier fährt nur 55 und ist ein bisschen schlecht in der Beschleunigung. Ja, egal. Vorher ein bisschen langsamer. 30 Kubik und 300 PS gut, ne? Braut fährt ca. 35. Ja, ich fahr 33. Oh, ich fahr dir fast in den Ruf. Ich drücke auch durch, hä? Oh, ich nicht. Ich muss da etwas bremsen. Durchdrücken kannst du generell nicht. Deiner, der brüllt aber auch. Na, ja, Nasensound, ne? Jo. Oh. Vorne zu, es drückt ganz schön in den Augen. Hinten im Ohr, so. Oh, ich könnte gleich mal am Acker meine Dachluke auch mal aufmachen. Na, ich habe jetzt erstmal alles zugemacht und so. Ey, die Wiese gehört uns, die? Die große? Nee, warte. Die ganz große. Ja, jetzt gehört sie uns. Wollen wir die zuerst machen? Ja, komm mal. Ah, oh, ist das gleich links hier? Nee, nächste. Ja, nächste. Also auch Gülle fahren vom Allerfeinsten. Ja.
musst du dich am besten auf die Wiese dann immer stellen direkt. Also leider umzäunt. Ein bisschen dann da so an den Zaun. Ah, ich habe gerade schon geblinkt. Ja. Boah, die Wiese hier, da wird gut was runterkommen. Ja, die Sernderei, sehe ich gerade. Bringt das überhaupt was, wenn wir dann Gülle vornehmen? Nee, das bringt gar nichts. Weil die Pflanzen sind ja schon ausgereift, die müssen wir dann demnächst mal mähen. Ne? Müssen wir erstmal zu den Feldern fahren. Müssen wir uns mal Mähwerke organisieren. Ja, Schwader und Wender. Alter, ich kann nicht... Boah, drückst du durch? Ja. Boah. Kannst du mich vielleicht ein bisschen von hinten anschieben, vorsichtig? Ja, aber der musste erstmal gerade rankommen. Jetzt. Oh, geht schon gut. Geht schon besser als vorher. Schiebt ja auch einen Dreher mit 517 PS von hinten. Das ist aber schon ein schönes Gerät, was ich mir gekauft habe. Von innen sehr, sehr gemütlich. Vielleicht können wir mal gucken, ob es irgendwie noch so ältere Favorit und so gibt oder Favorit TMS und so. Weil vielleicht, wir brauchen hauptsächlich erstmal nur die PS für das ganze Gülle-Gedöns da. Ja, für Gülle-Gedöns, für Mähwerke weiß ich nicht. Ja, wir brauchen 290 PS, die ich mir ausgesucht habe, also die nicht. Gut aussehen. Sind das die Krone? Das ist eine Krone, ja. Okay. Ja, müssen wir halt gucken, ob das der packt. Ja. Ladewagen müssen wir dann auch mal gucken, ob wir vielleicht einen großen und einen mittleren, vielleicht so ein Fentigo und ein Krone Dreiachser. Mal schauen. Ja. Wir machen ja nebenbei noch Loan. Okay, hier bei den Felden in Green River hier. Da gibt's ordentlich was zu tun. Da können wir auch mal ein bisschen Lohnarbeit machen hier. Stell mich erstmal auf den Weg. Ja, ja. Hier diese scheiß Poller, ey. Ja. Ach, hier hinten. Sollen wir den Rüben anfangen? Ja. Ja, kann ja ruhig drauf fahren. Meinst du, die gehen kaputt, wenn du drüber fährst? Weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Doch. Hast du voll gemacht oder musst du noch? Doch, sind kaputt? Gehen kaputt. Bitte nicht mehr. Das ist gut. Ja, kannst du mal ranfahren, ne? Ja, ich muss erst. Also, du hättest von der anderen Seite ranfahren müssen, weil hier vorne ist das Ding im Brand, weißt du? Ach, geht auch so. Ja. So, am besten steigst du mal aus und guckst von hinten, ob das so klappt, weil ich sehe von hier drin nicht viel. Also siehst schon grob, wo das ist, ne? Ja, klar. Höher. Ja, das ist. Ich mach ein bisschen weiter. Gut, zurück. Langsam zurück. Noch ein Stück. Gut. Lass mal runter. Und nochmal ein kleines Stückchen zurück. So, und jetzt komplett rein in den Rüssel. Nee. Nochmal vor wieder. Wieder zurück. Noch ein Stückchen. Gut. Lass rein in den Rüssel. Und jetzt kannst du pumpen. Wo muss ich Pumpe anschmeißen? Passt. Dauert halt nur. Ja, aber geht schon, guck mal. Ist halt noch komplett voll. Gut, sehr gut. Ich kann ja schon mal. Ich weiß noch nicht, ob ich hoch oder runter fahre. Naja, geht da hinten noch einen Weg lang? Nee. Oder geht. Da hinten geht kein Weg lang.
Also da hinten außen rum um die drei Felder geht ein Weg lang, ja. Ja, da meinst du es. Dann könnte ich für das Feld immer hier vorne parken, dann Na, drehe ich den grünen Streifen und für den weiteren hinten kann ich dann trotzdem, muss ich ja nur ein Feld fahren. ja, ich fahre halt mal hier hoch und runter. Vielleicht, wenn hier unten, dann stellst du dich hier, wo du jetzt stehst. Und wenn da oben, stellst du dich dann auf den Weg. Ja, sagst mir dann über Funk, ne? Ja, ich kann ja schon mal ausklappen. Ich fahre gleich ohne GPS, oder? Ah, ich weiß nicht. Muss ich mal schauen. Mit oder Bei der ohne. Arbeit gerade bringt GPS so nichts. Na ja, mal schauen. Meine Anzeige sagt, 20 Kubik sind schon drin. Ja, ich kann mal hier auf das Ding angucken. Ja, hier sind noch 8 Kubik drinne. Wenn der Rüssel draußen ist, sagt Bescheid, dann fahre ich weg. Jo, ist 80 gerade. Ja, ich glaube, das gute Fass wird nicht so ganz voll. Aber gut, dass es hier eine Anzeige gibt. Es ist selber, die Gülle ist praktisch die Anzeige. Ist bei dir jetzt leer? Bei mir ist leer. Oh, bei mir ist voll. Warte, ich muss kurz Pumpe ausschalten. Nee, obwohl ich nicht. Ne? Ich wollte ihn nur kurz so groß schreiben, so. Ja, zack. Ist hoch, ist draußen. Ich fahr mal zurück, so wieder rausklappen. Mal immer Tür zu, dass ich überhaupt Funk verstehe. So. Ja, aber ich glaube, ich fahre mit GPS. Ich hole dann mal neue Gülle, ne? Jo. Ich fahre, glaube ich, einmal vorgewendet hier. Mhm. Einen Baum touchiert. Ja, muss aber auch Gas geben, wenn man mit dem Gülle fahren. Bin gespannt, wie schnell sich das gleich entleert. Der Händler wollte mir auch erst so einen Samson andrehen, da habe ich aber gesagt, extra für einen Schleppschlauch zahlen machen wir nicht, weil der kostet natürlich dann extra. Das hätte keinen Sinn gemacht. Wie weit bist du noch? Ja, also ich bin gleich auf der Höhe von, ich bin jetzt auf der Höhe von diesem einen anderen Hof, von dem Schafhof. Aber jetzt ist ein Autofahrer vor mir, könnte also etwas länger dauern. Aber was ist denn das schon wieder, ey? Ich Ah, sehe den Hof. jetzt ging die Zapfwelle dran, okay, das ist gut. Ich hab's ja irgendwie doch dran bekommen. Das ging ja erst nicht. So, jetzt geht's. Ich bin gerade erst losgefahren. Sind schon 3 Kubik draußen. Aber ich fahre mit 17 km/h. Ja, wenn ich warte, ist halt so ein bisschen auf mich, Ja, wenn weil nicht, kann ich mich ja schon mal positionieren. ja, dass ich nur drunter fahren brauche. Ja, jetzt kann ich vielleicht nur Gas geben. Aber ob das etwas bringt, Irgendwann frage müssen wir dann vielleicht schon mal über so einen. Immer ein Agro-Truck oder generell irgendwie ein Tatra oder sonst ein geländegängigen LKW drüber nachdenken. Ist mal dann schneller unterwegs mit dem Zubringen. ja, oder wenn dann noch einer mitspielt hier, kann man zu zweit zubringen, einer mit dem 39 und der andere mit dem LKW. Jo, wenn wir irgendwann nochmal einen neuen Mitarbeiter hier haben, dann geht das. So, meine lieben Freunde, das soll es auch von der ersten Folge LS19XXL Farm gewesen sein. Schaut gerne bei dem Kanal Landwirtschaft im Oderwald LS19 vorbei. Dann nehme ich das ganze Programm mit auf. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nicht nur bei mir, sondern auch bei ihm. Und bis dann. Ciao, ciao.